Hallo, wir sind heute in der Garten Tulln zum Saison-Opening. Genau. Genau, ja, wie starten wir weiter? Nein. Heute sind wir in der Garten Tulln und wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, waren wir letztes Jahr bereits da bei der Kürbismeisterschaft, nur diesmal in der Erde. Ja, und dieses Jahr seid ihr sozusagen geadelt. Biokanna hat das Gütesiegel von Natur im Garten und die Gartentulln ist die Natur im Garten Erlebniswelt und deswegen freue ich mich sehr, euch als neue Partner hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir promoten das ökologische Gärtnern. Wie gesagt, die einzige ökologische Gartenschau Europas. Uns ist es wichtig, als Natur im Garten Erlebniswelt, das auch zu zeigen und zu demonstrieren, dass das gut funktioniert, wie wir das bei eurem Beet dieses Jahr auch sehen werden. Kannst du uns vielleicht mehr zur Kooperation mit Canna erzählen? Wie ist das zustande gekommen? Ja, Biokanna war ja das letzte Jahr bei unserer Riesenkürbismeisterschaft da. Dann haben wir gesagt, der Kürbis, die größte Beere. Biokanna werden wir jetzt nicht nur für Beeren verwenden, sondern wie wir hier sehen, für Kräuter, für unser Gemüse. Einfach die ganz breite Möglichkeit der Anwendung von einem biologischen Dinge. Kannst du uns vielleicht ein paar Highlights verraten, was es dieses Jahr neu zu sehen geben wird? Neuerungen, wie zum Beispiel gleich hier hinten eine große Fläche, wo wir die Verwendung von Holz, also ökologischem Baustoff im Garten mit der Holzindustrie zeigen. Wir werden ein paar neue Balkongärten zeigen, Balkonbeete, wo wir nicht nur die üblichen Blumen haben, sondern eben auch wiederum die Kräuter und Gemüse. Ein Highlight ist genau dieser Platz hier. Es ist nämlich nicht nur euer Beet, sondern auch gegenüber haben wir dieses Jahr ein Präriebeet gemacht und Präriebeete zeigen das Gärtnern im und mit dem Klimawandel. Wir werden nämlich angießen schon, aber dann werden wir dieses Beet das ganze Jahr nicht mehr gießen, weil wir Pflanzen haben, die die Wärme und die Trockenheit aushalten. So, also ich freue mich, dass ihr da seid, aber es ist so viel los. Ich muss zum nächsten Termin. Ich hoffe aber, ich sehe euch zum Beispiel bei einer Gartensommernacht zum Afterwork und ich sehe schon, es gibt einen jungen Herrn, der jetzt denen was zu sagen hat. Was, danke, ciao. So, wo ist denn jetzt eigentlich der Martin? Ich bin da. Was wolltest du wissen? Hallo. Hallo, grüß euch. So, ich habe gehört, Martin, du bist ein leidenschaftlicher Gärtner. Erzähl uns vielleicht einmal kurz, was du so machst. Also ich habe seit ca. 15, 16 Jahren einen eigenen Garten. Mittlerweile sind es 3. Über die Gärtnerei bin ich auch zur Imkerei gekommen. Binnen habe ich jetzt auch schon 12 Jahre circa. Und ja, es werden immer mehr Pflanzen und immer mehr Tierchen und immer mehr Arbeit. Sehr schön. Aber es macht doch immer mehr Spaß. Erzähl uns vielleicht ganz kurz, wie bist du zu Biokanna gekommen? Warum willst du das jetzt mal ausprobieren? Also Biokanna kenne ich schon länger, habe die Produkte auch schon mal ausprobiert, war eigentlich von den paar Versuchen, die ich gestartet habe, sehr überzeugt und heuer möchte die Produkte einfach mal auf Herz und Nieren prüfen. Also ich werde ganz unverblümt und ehrlich dann mein Fazit am Ende der Saison verlautbaren und schauen wir mal, was rauskommt. Ja, bin ich schon gespannt. Ja. Du sagst gar nichts mehr? Mir ist so kalt. Ja. Sie bewegt sich nicht mehr. Ja, es ist sehr Frischheit, gell? Aber du bist ja auch leidenschaftlicher Musiker, gell? Ja. Wo findet man dich? Also Social Media, Instagram, Vers1210, auf Facebook findet sie mich. Und beim nächsten Konzert hoffentlich. Wenn ihr auch wissen wollt, ob Canna was kann, checkt euch die Produkte. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben außerdem für euch einen Rabattcode, ebenfalls in der Videobeschreibung. Checkt euch die Produkte, eine schöne Gartensaison. Wir sehen uns. Von der Himbeerstaden knoscht, beim Gießen trocken.